Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Bauzuges. Da ist unsere Lokomotive. Wir sind jetzt beladen und die Fahrt, die wird noch wesentlich anstrengender und schwieriger als für die allererste. Und ich gehe mal ganz kurz in die Pause. Die Gleisarbeiten sind jetzt quasi hier vorbei und der erste Zug hier mit den Ballast, der ist jetzt gerade am Wegfahren, damit wir gerade hinterherfahren können. Wir dürfen hier mit maximal 10 Mal pro Stunde dann hinterherfahren, zumindest bis zum ersten Signal. Und dann sind wir wieder quasi auf Streckengeschwindigkeit. Und das sagt er jetzt auch hier. Und ja, wir sollen jetzt mal bei Kingsware reinfahren und sollen dann quasi unseren Zug abkoppeln. Und dann werden wir an den anderen Zug wieder ankoppeln, bis eine andere Lok. Denn ich versuche mal kurz aus der Pause wieder rauszugehen. So. Denn diesen Konvoi hier, die Wagen kennen wir ja schon, aber jetzt halt jetzt mit Schienen, soll man dann wieder über den Berg bringen. Und da geht es dann hier so hinten drauf und das ist recht steil und da brauchen wir dann zwei Lokomotiven. Und jetzt werden wir erstmal unsere Lok fertig machen. Ich werde jetzt in Advanced Mode fahren, also schwieriger als vorher, ein bisschen realistischer und ich hoffe, ich kriege es hin. Also mit V-Sleep und allem, was dazugehört. Und das Szenario selber wäre eigentlich um 1 in der Nacht. Aber nachdem man dann sonst im Video nichts mehr sehen würde, habe ich gesagt, es ist jetzt 20 Uhr, weil da ist die Sonne noch ein bisschen da. Und ja, deswegen sind auch hier die ganzen Lampen. Es wird in der Nacht mega geil ausschauen, wenn man hier so die Lampen sieht mit den Lichtkegeln hier. Aber ja, fürs Video nicht geeignet, deswegen ist es jetzt ein bisschen heller. Okay, ich würde sagen, Pause raus, machen unsere Lok bereit. Und erstmal schalte ich auf Advanced um. So, sind wir jetzt. Das heißt, wir machen jetzt den Injector hier auf. Und die Zylinderhähne auf. Richtungswende nach vorne. Die machen wir mal klein. Und sind soweit bereit. Und dann fahren wir mal ab. Also nur zu demonstrieren, dass die Lok wirklich arbeiten muss, gebe ich mal ein bisschen zu viel Gas. Da geht sie ja gerade schon durch. Nice. Können wir mal ganz, ganz kurz das Mikrofon anders hinmachen. So. Schön gemütlich hier raus. Ah, ist wirklich sehr gut spürbar, wie jetzt hier das Mehrgewicht hier hinten drauf ist. Die Zylinderhähne können wir jetzt mal zumachen. Ah, schon wieder zu viel. Gehen wir nach hier hinten. Unser altbekannter, haben wir ja sogar noch ein bisschen Ballast hier drin. Und ein, zwei da vorne. Warte mal, kann ich vielleicht so umschalten? Ja, kann ich. Haben sogar ganze Gleissegmente hier. Das sind ja die alten Schwellen hier. Okay, also sobald wir das erste Signal passiert haben, müssen wir vermutlich auch um Erlaubnis fragen, dass wir weiterfahren dürfen. Schauen, ob jetzt ein bisschen mehr Schmackes geht. Und bergauf werden wir vermutlich sanden müssen. Das schafft die Lok sonst nicht. Also auch nicht in Doppeltraktion. Und wer die Riviera-Leine jetzt noch nicht kennt, das ist auch die Endhaltestelle. Weiter geht die Strecke nicht mehr. Aber dieser letzte Part, der ist sehr herausfordernd. Gerade mit schweren Zügen. Wunderbar. Stellen wir uns doch mal irgendwie mal da auf der Seite hin. Schaut unser Loki da mal zu. Ah, ich liebe das. Da hat der Löwe Freude.
Dann schauen wir mal, was das Signal jetzt da unten sagt. Okay, also wie schon angekündigt, beim ersten können wir noch drüber fahren, beim zweiten braucht man die Erlaubnis. Werden wir uns dann auch gleich holen. Ist das hier MK1 oder MK2? Ich glaube MK1 sind das. Ja, wobei. Ich glaube, das sind MK2. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Sieht schon alle recht ähnlich aus. Okay, wie schauen wir mit Feuer und Co. aus? Wollen wir auf alle Fälle noch ein bisschen einheizen hier. Und ihr habt die Lichter vergessen. Ich Superheld. So, da fragen wir wegen Erlaubnis. Haben wir da. Signal geht um. Und dann hoffentlich macht später die KI genau das, was ich gern hätte. Ich habe da mir kurz eine Testfahrt gemacht, also nicht komplett, nur ein Teil. Und wichtigst noch, hat es nicht ganz so klappt, wie ich das eigentlich wollte. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, der Gegenzug, der ist da schon reingefahren und der sollte jetzt demnächst dann hier wieder rausfahren und seine Sachen hier abstellen. Sind einfach ein bisschen früh dran. Auf dem Gleis da sollte er herkommen, ja, da steht er ja noch. Jetzt müssen wir so weit wie möglich vorziehen bis zur Weiche, dass wir da wieder auf das Gleis dann kommen. Na Kollege, ja, jetzt setzt er um. Sehr gut. Sind einfach gerade sehr gut in der Zeit. So, die Weiche habe ich gemeint. Okay. Ah, bisschen. Und anhalten. Gut. Passt. Schauen wir mal ganz kurz, wie der Hintern aussieht. Ja, ein bisschen vorziehen können wir noch. Schauen wir uns das vorne nochmal an. Ja, wirklich viel Platz haben wir hier nicht. Oh, scheiße. Fuck, ich hab das mit dem Wasser voll vergessen. Oje, 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 oje. Das ist gar nicht gut, dass wir jetzt bis oben hin voll sind. Hinten ist jetzt okay. Das heißt, wir werden jetzt immer komplett abkoppeln. Okay, wir müssen jetzt hier komplett nach vorne fahren. Damit wir aufs andere Gleis kommen. Und ich würde sagen, Moinsen. Wir stellen uns mal hier hin und werden mal gucken, wo wir anhalten müssen. So. Ah, der rollt sich ja schon von alleine. Und gerade wieder aus. Ah, da ist auch sogar die Toiletten hier. Ladies, Gentlemen. Ah, da bist du ein bisschen zu schnell hier. Okay, ich glaube, das hat gerade besser geklappt als gedacht. Wie viel hätten wir jetzt noch gehabt? Ja, Meter ungefähr. Cool. Alles klar, die Weiche hat umgestellt. Dann können wir hier raus. Dann haben wir hier sogar noch ein Rangiersignal. Das gibt uns auch freie Fahrt. Ne, sieht nicht so aus. Also, einmal nach hinten.
And back to our locally coupled request permission tab to pass the next signal as the run. You can now pass signal and back to our local when coupled request permission tab to pass the next signals to the run mode mark. Okay. Mein Richtungswender funktioniert nicht so, wie ich das eingestellt habe. Leute, ich muss mal ganz kurz was einstellen, denn ich habe eigentlich den Richtungswender auf einen anderen Hebel gelegt, damit es ein bisschen einfacher geht. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. So, da bin ich wieder und habe eine kleine Anpassung an der Steuerung gemacht. Und, nein, ich muss keinen Screenshot machen. Hoffentlich geht's jetzt. Ja, jetzt geht's. Okay, dann heißt es wieder nach Retour aufs Nebengleis. Und wie dunkel hier. Ja, und hier soll man dann auch erstmal stehen bleiben. Und wenn alles gut klappt, dann kommt die zweite Lok auf uns zu und koppelt bei uns an. So, hier bleiben wir stehen. Und jetzt können wir einfach nur warten. Ich werde mal kurz die Tastatur ein bisschen anders machen. Wo ist sie denn gerade? Ach, da hinten. Ist schon auf dem Weg. Ja, wir müssen jetzt nur noch warten. Und eben der Plan ist, die kommt jetzt hier rein, koppelt an. Wir fahren wieder nach vor, koppeln da vorne an. Und sie ist zwar dann die Lead-Lokomotive, wir werden aber dann in dieser Lokomotive bleiben. Also wir sind halt quasi die Crew, wir werden jetzt auch nicht einfach die Lok tauschen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie da macht. Das letzte Mal ist sie da vorne einfach stehen geblieben und ich habe dann selber hinfahren müssen. Währenddessen mal kurz was von meinem Tee trinken. Hab mir jetzt endlich gemacht. Oh, nice. Na komm, fahr ganz rein bitte. Oh, das wird jetzt so geil Steam-Trash werden, wenn wir hier den Berg rauffahren. Oh. Ah, sie fährt schon mal weiter. Ah, machst das gleiche wieder. Okay. Ja, schade. Schön wär's gewesen. Dann werden wir jetzt mal händisch ankuppeln. Wie schauen wir eigentlich mit dem Feuer aus? Da werden wir noch ein bisschen was einheizen, das werden wir brauchen. So, das machen wir auch ein bisschen anders. Okay. Schön, sagt ihr, hinten am Arsch ran. Nice. Sehr gut. Okay, dann bei Kingsway Runround sollen wir mal kurz anhalten. Das machen wir. Lok ist okay, die hat eigentlich viel zu viel Wasser. Und dann los geht's. Boah, ist das geil, Zeit auf Lokis. Ist zwar schräg so, aber cool. Ja, die größte Challenge ist jetzt natürlich dann auf den Berg hochzukommen. Ohne dass mir der Dampf ausgeht. Nice. Das Tappen mache ich jetzt gerade nicht.
Wir sind eh der einzige Service, der hier unterwegs ist. Das weiß ich vom Medizin her. Also. Der ganze Rest ist hier statisch. Ich hoffe, ich kriege jetzt den Haltepunkt. Hat zumindest beim Test nicht ganz so geklappt. Ich meine, es ist jetzt nicht sehr schlimm, wenn wir es nicht kriegen. Aber schön wäre es natürlich. Ich habe gerne mein Häkchen bei den ganzen Szenarien, dass ich sie auch gespielt habe. Okay, direkt hinter dem Einfahrsignal anhalten. Aber so, dann gehen wir mal wieder hier rein. Nein, die Ansicht wollte ich nicht, die wollte ich. Sehr gut. Wie ist der Status der Lok? 68,95. Perfekt. Erlaubnis zur Einfahrt. Und los geht's. Dann beginnt der ganze Spaß. Das war dezent ein bisschen zu viel Gas. Entschuldigung. Die hat ja einen größeren Tender als ich. Ich dachte, das wäre zweimal die gleiche Lok. Nein. Wir sind klein unterwegs. So eine Gemeinheit. So, das Interface können wir mal kleiner machen. Södli. Werde ich aber später wieder aufmachen, weil bei der Bergfahrt ist es noch ganz praktisch mit Neinheizen und so. Nein! Ah, oh, das wollte ich nicht. Realistik. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich pfeifen. Aber in andere Richtung würde den Fahrmodus ändern. Das werden wir jetzt gleich wieder auf Realistik umstellen, wenn es jetzt eh schon wieder ist. Okay, wir sind dran. Okay. Jetzt können wir losfahren. Jetzt werden wir nochmal schauen. Haben wir jetzt Realistik? Okay, jetzt ist Legacy. Jetzt ist realistisch. Alles klar. Also, einmal Retour. Bremsen gelöst. A 25. Nice. Running Position, damit man hier keinen Druck verlieren. Und der Pfiff. Oh, eigentlich kann ich hier so stehen. Und dann Abfahrt. Ah, scheiße, ich dreh schon durch. Oh, was ein Spektakel. Jetzt vielleicht mit 12? Ja. Das wird jetzt zum Nutzen, dass wir das Wasser wirklich oben halten. Aber wenn ich dann unter voll das Wasser rennen lasse, dann verliere ich wertvollen Druck hier auf dem Kessel. Und wir können leider mit vollem Schwung nicht hochfahren, weil vorne ist die Baustelle und da haben wir 10 Meilen pro Stunde. Ja, mal schauen. Ah, es ist ein schöner Anblick, die zwei Lokis da. Na, andere Richtung bitte. So, kann man hier soweit mal rollen lassen. Eigentlich können wir mal die Ansicht machen. Ja, ein bisschen Schmackes darf sein.
Da vorne müsste eigentlich eine richtig schöne Brücke kommen. Da werden wir dann ein paar schöne Fotos machen. Beziehungsweise Cinematic Shots. Stichwort Cinematic. Oh, das ist eine Tour. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir werden uns mal hier daneben hinstellen. Und uns das mal angucken. Da ist der 10-Meilen-Marker für die temporäre Restriction hier. Schauen wir uns mal hier mal im Wasser. Jetzt haben wir natürlich wenig drin. Moin! Spec Hall. Nice, nice. Ich wäre nur froh, wenn das mit dem Wasser ein bisschen schneller gehen wird. Musst du auch? Ja, okay. Es gehen wirklich ein paar Liter rein. Sag mal, das Glas hier, das funktioniert ja. Funktioniert das? Bin mir da nicht so ganz sicher. Isolieren kann es auch nicht. Naja. Okay. Hier mit den 10 km/h. Ah, Meilen pro Stunde. Ey, wir haben sogar weniger. Wie geht denn das? Warum wird denn das weniger? Gibt's doch nicht. Stimmt die Anzeige nicht. Wo ist hier das Wasser? Boiler Water Level 91 haben wir jetzt. Die Anzeige stimmt nicht. Okay, das ist auch mal neu. Kommt da nicht so damit klar, dass vorne die Lok dran ist. Ich denke, wir könnten jetzt eigentlich mal langsam mal Gas geben. Baustelle sind wir so weit durch. Dann ob unsere Lok da mitmacht. 20% Leistung. Ne. Bisschen weniger. Sagt Wieslieb, aber das sieht gar nicht mal so aus. Ich tue noch mal kurz sanden hier. Geht ein bisschen mehr Leistung. Ich würde mal sagen 30, 35, 40% für die Geschwindigkeit. Oh, jetzt ist diese Beschriftung hier an. Geh weg. Okay, sehr nice. Okay, dann mal kurz den Wasserstand prüfen. 0, ah, jetzt geht's wirklich runter. Jetzt stimmt's auf einmal. Und machen den Blower schon mal mit an. Okay, jetzt machen wir wirklich Leistung. Gehen wir mal auf 40 mit dem Regler. Ja, vielleicht geht es sogar 70. Hui. Und einheizen. Wir gehen mal hier hin.
machen da das Interface mal kurz aus. Was stelle ich mir vor, wie das donnern muss in echt, wenn da die zwei Dampfloki sich in Volldampf vorbeidonnern. Ich schau mal, ob ich mal jetzt das Sanden sparen kann. Ne, kann ich mir nicht. Ach, mit der 2 geht er immer nach hinten. Das ist nervig. Ja, mal schauen, ob wir auf 30 Meilen pro Stunde schaffen. Aber danach, wenn wir mal oben sind, brauchen wir wieder Sand. Wenn ich das jetzt hier alles verblast. Okay, wir werden hier mal umstellen auf den kleinen hier. Oh nee, der hat die Bremsen zurückgesetzt. Warum? Ach, der war schon offen. Fuck. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Ah, oh, nee, scheiße. Ah, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Jetzt haben wir gerade voll die Bremse verloren gehabt. Shit, nach oben ist... Wobei, Moment einmal. Okay, wir müssen den, glaube ich, ein bisschen aufmachen hier. Okay, komisch. Oh, und jetzt mitten auf der Brücke. Ah, schade, 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 schade. Oh, Stichwort Tunnel hier. Können wir hier gerade wieder zumachen. Oh, das sind aber noch gut bei der Anfahrt hier. Mega schön. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade mit der Bremsen verhaut habe. Ich dachte, heute bin ich vom großen Injektor, wollte ich auf den kleinen umgehen. Aber ja. Also, die hintere Crew, unsere Crew jetzt. Ich glaube, die wäre dann auch so schwarz im Gesicht. Heute ist ein Zugruß von der Vorderen. Boah, Druck ist sehr gut. Was wir machen jetzt bei den Regler voll auf. Interessant, dass wir keinen Druck verlieren. Finde ich das sehr interessant. Ah, doch, jetzt langsam. Aber vom Laufgeräusch fällt mir der hintere besser als unsere. Ja gut, Einheit brauchen wir jetzt nicht mehr, weil ab Churston geht es dann nach unten.
Also ich glaube, an dem Bahnhof hörst die Züge noch vom Weiten, wenn die kommen. Weil bei der Dampflok, wenn die so arbeiten. Sieht man jetzt hier jetzt eigentlich mehr? Nö, ne. Gleich wie beim ersten Mal. Ich möchte mich mal... Ich stelle mich da jetzt mal beim Bahnhof hin, weil ich weiß, dass ich da schon grün habe. Und dann schauen wir uns das Spektakel mal von hier an. Interface machen wir aus. Cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Aber flott unterwegs. Oh, Dampfzeitwagen. Noch einer. Ach, das war die andere Strecke, wo wir mal runtergefahren sind. Okay, jetzt ist Bremsen angesagt. Sanden aus, Wasser aus, Blower aus. Und dann mal ganz leicht einbremsen. Fast schon ein bisschen zu viel. Ah, der scheint jetzt gerade perfekt zu sein. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch rollen. Perfekt. Ich hab's geschafft. Wäre natürlich interessanter gewesen, wäre es jetzt ein bisschen länger und über der Sand ausgeht. Das wäre noch eine Challenge gewesen. Oh, ein bisschen mehr Bremse. Ein paar Cinematic Shots hier noch. Und wenn wir unten da sind, dann sind wir schon auch bei unserem Ziel. Ja, das mit der Bremse wird mich ein bisschen ärgern. Das hätte ja eigentlich gehen sollen. Weil normalerweise kannst du den Druck halten nur mit dem kleinen Injektor, wenn du fährst. Weiß nicht, warum wir den jetzt hier komplett verloren haben. Das muss ich nochmal experimentieren. Oh, eine hügelige Gegend da. Okay, da kommt 35 auf uns zu. Nehmen wir unseren Bremsdruck jetzt bei 10. Können wir dann gerade wieder aufmachen. Auf 20. Ja, ein bisschen mehr noch. So, da. Und da sind wir bei Goodwinden ab und dann danach ist auch schon unser Abstellgleis. Ja, also würde ich mich jetzt benoten, dann würde ich sagen, ist eine 3 plus. Oder was bei dir? Wie würdet ihr mich benoten? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Aber bin schon schlimmer unterwegs gewesen. So, ein bisschen mehr die Bremse. Sieht doch sehr gut aus. Und einmal lösen.
Machen wir hier noch ein bisschen Schwung. Okay, dann schauen wir, dass wir bis zu dem nächsten Signal hier vorfahren. Ja, wir werden hier wieder schneller. Ja, ist nicht so gut. Und dann haben wir's. Ja, ich werde vermutlich demnächst mal wieder in Amerika unterwegs sein oder mal Japan. Hab mal ein bisschen Lust auf was Exotisches. Aber mit Fokus ein bisschen auf Güterverkehr. Und auch vielleicht ein bisschen mehr rangieren. Also wie Personenverkehr. Weil wir ein bisschen Abwechslung hier haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt mein Special mit Doppeltraktion. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr wollt. Kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Also damit, gute Fahrt noch und bis bald.